Jetzt geht's los. Anlauf wird präsentiert von der Heimatkrankenkasse. Ja, wenn man persönlich nicht auf dem Platz stehen kann, tut das einem immer leid. Aber ich war unfassbar stolz auf die Jungs. Vom Torwart bis zum Stürmer, über die Bank, Trainerteam, haben überragende Leistung gebracht und ich denke auch verdient zum Schluss als Sieger vom Platz gegangen. Und ob ich da jetzt nun Teil war oder nicht, es geht nicht um mich, es geht um Arminia, um die Mannschaft, um unser Ziel, Klassenerhalt. Und da zählen im Endeffekt nur die 3 Punkte und da bin ich sehr, sehr dankbar drüber, dass wir die zu Hause erreichen konnten. Klar gibt es den einen oder anderen Spaßvogel, die einen so ein bisschen Angst machen davor. Andere sagen so, dass es mit das Schönste ist, was man im Leben erlebt, sage ich jetzt mal. Ne? Und wenn man sieht, wie sein eigenes Fleisch und Blut aufwächst, groß wird und die ganzen Automatismen und was dazugehört von sprechen lernen, schreiben lernen und. Ne? Klar freue ich mich tierisch drauf. Aber bis dahin gibt es andere Ziele. Ja, kriegt man auch oft gestellt die Frage, waren uns ja ziemlich schnell einig eigentlich, was es für ein Name wird. Ja, doch, das sind wir uns einig, steht eigentlich schon seit Weihnachten fest. Ja, man hat immer mal so locker gequatscht, auf der Privatebene, wie lange man schon hier ist, wie es vorher war, über die Stadt, über das Stadion und Fans, allgemein über den Verein. Ja, so hat man sich dann halt so ein bisschen kennengelernt. Er hat in der Schweiz Erfahrung im Abstiegskampf, hat ein sehr, sehr seriöses und fußballfachmännisches Auftreten, will ich mal sagen. Und hat sich das die ersten Tage natürlich erstmal so ein bisschen aus der zweiten Reihe angeschaut, um die Jungs auch auf dem Platz kennenzulernen. Da hat das dann eher Rumbi noch übernommen, aber man merkt von Tag zu Tag, dass er immer mehr auftaut und absolut von unseren Fähigkeiten überzeugt ist und dass wir auch gemeinsam unser Ziel dann auch am Ende der Saison erreichen. Gerade was die Abläufe angeht, ich glaube, das kam für den Trainer sehr gelegen, dass er 10 Tage mit uns zur Verfügung hatte, um die Mannschaft noch besser kennenzulernen. Gerade jetzt in der Phase, in der Situation, wo wir stecken, ist, glaube ich, jeder einzelne Tag wichtig für ihn und so, dass er uns gut vorbereitet auf Würzburg. Klar hat man in Spielen Pech, man hatte auch in Spielen, das war einfach vom Auftritt, siehe Nürnberg, unterirdisch. Dann hat man auch Möglichkeiten in Spielen, wo man dann einfach die Chancen nicht machen, wo man uns sinnlose Böcke leisten, individuelle Fehler leisten, was dann zu Gegentoren entsteht. Also auswärts war bisher nicht so, wie sagt man, so das Leckerbissen der Saison. Aber ich glaube, umso mehr man drüber redet oder umso mehr man auch drüber nachdenkt, wird es jetzt endlich mal Zeit, den Bock umzustoßen. Klar ist das jetzt wieder eine Floske, aber wir brennen auf Samstag und sind heiß, da endlich den ersten Dreier auswärts zu holen. Es ist die Bewegung, die Möglichkeit einfach über seine Grenzen hinauszugehen. Es ist vielleicht auch ein bisschen das Gefühl zu fliegen. Mir ist wichtig, dass man sich auf die Krankenkasse verlassen kann.